Psycho Horror Show wird dir präsentiert von Illusion Films. Viel Spaß. Ja, im kleinen Horrorladen mit den neuesten Filmen. Gesegneten guten Abend. Für uns, die katholische Kirche, war es ein schweres Unterfangen, wieder einmal einen Sendeplatz zu ergattern in einem Privatsender. City Channel One hat es uns ermöglicht. Wir sitzen hier in einem ehemaligen Horrorstudio, aber das ist jetzt vorbei, diese Satanerei. Es werde Licht, doch Gott fand den Schalter nicht. Ihr kennt ja das, liebe Zuschauer, bei vielen Menschen ging das Licht im Kopf noch nicht an. Leider wurden wir noch dazu verdonnert von der katholischen Kirche, dass wir in dieser Sendung doch noch ein paar Filme präsentieren müssen. Leider können wir nicht Ben und die Huren präsentieren und diese Gottes Sachen, sondern komische Horrorflicks. Aber wir sind hip und fesch. Die katholische Kirche weiß, wie man Partys feiert. Im letzten Jahrhundert vor allem, konnte man ja sehen, da brannten die Feuer hoch und die Frauen kreischten noch, so wie es sein musste. Das irdische Gesetz steht jetzt über Gottes Gesetz und darum jetzt halt doch noch ein paar Filme. Das passt mir gar nicht. Also, Schwester Claudia von Rotten präsentiert jetzt uns die erste DVD, die wir da ein Filmchen, einen sogenannten Action-Movie. Von diesem Film gibt es schon drei Teile. Marshall Low, so ein sogenannter, mir hat man Jungen, hallo Schwester, ja, Marshall Low. In meiner Jugend habe ich sowas nicht geguckt, weil da wird das Wort Gottes nicht verklickert. Ja, es ist ein Actionkracher, gibt es schon drei Teile davon mit einem David Carradine von Kill. Oh, das ist aus unserer Brauerei Stößchen. Gott zu Wohle. Ja. Das Blut Christi, das fährt immer toll ein. Ja, jetzt leider Gottes müsst ihr jetzt diesen Ausschnitt gucken. Wie schon immer gesagt, die Wege des Herrn sind unergründlich, darum darf man auch nicht nachfragen. Jawohl, hoppala, noch ein Stößchen hier, das sitzt schon ein bisschen. Das brennt wie die Hexenverbrennung. Ja, viel Spaß beim Ausschnitt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Wir sind Papst. Los Angeles. Gnadenloser Terror hält die Polizei in Atem. Ein Fall für die Kampfsportexperten Jack McQueen und Cynthia Rossrock. Sie müssen zu Ihrer Sicherheit einen Partner dabei haben. Jemand, auf den Sie sich verlassen können. Ja, Blake also. Beide stehen an der Spitze einer Polizei-Elite-Truppe. Stehen bleiben! Hier werden Verbrecher anders bekämpft. Gut gemacht, Thompson. Wieder einer für Martial Law. Aber die größte Herausforderung steht Ihnen noch bevor. Meine Kunden werden zufrieden sein. Ich traue unserer Freundschaft, aber das hier ist Geschäft. Alles, was ich weiß, er arbeitet für ein paar Typen in Hongkong. Haben Sie eine Ahnung, was diese Tätowierung bedeutet? Tong Ling, das sind bezahlte Mörder in Hongkong. Auch vor der Familie macht man nicht Halt. Das ist mein Bruder. Dann nimm es doch als Kredit. Brüder müssen sich helfen, verstehst du?
Ich kümmere mich um meine Freunde. Verflucht, was ist mit dir, Michael? Dieser Bulle ist sein Bruder. Verräter werden sofort brutal ermordet. Geht es um Mike? Es tut mir leid, er ist tot. Dieses Mal trifft es ihn ganz persönlich. Das ist es. Dort wurde Michael ausgebildet. Sie möchten sich als Lehrer bewerben? Wir bekommen den Job. Er soll mehr als 50 Menschen getötet haben. Jetzt geht es um sein Leben. Ich werde das auf meine Weise lösen. Martial Law muss sich über alles hinwegsetzen. Das war ein fürchterlicher Fehler. Cynthia Rossrock. Und Chad McQueen. In Martial Law. Außerdem David Carradine und Philip Dampf. Martial Law. Da sind wir wieder. Ha, 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 ha. Also, liebe Christen und Christen mit Brüsten. Folgendes Thema, was mir sehr am Herzen liegt, Pornografie. In der katholischen Kirche ist es sehr wichtig, dass man keine Freude hat beim Sexualität. Das macht man nur zur Vermehrung und zur Abschreckung. Folgendes ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich habe hier in diesem alten Studio eine Liste entdeckt von pornografischen Filmen und die einem männlichen Zuseher, der noch nicht bei uns in der Kirche ist, doch den Bürzel könnte erigieren. Folgende Filme gehören verbrannt, sozusagen wie die Nichtgläubigen. Also falls ihr solche Filme zu Hause habt, sofort verbrennen. Da war ja zum einen Aladdin und die Wunderschlampe, Alice im Ständerland, Bens Huren, und das geht ja doch schon unter Blasphemie, ne, Bens Huren. Wo sind wir denn da? Moby Dick im Arsch des Portals, die Reise zum G-Punkt der Elke, die Prinzessin auf der Eichel, der Club der großen Dinger, das Wunder von Bernd. Diesen Film habe ich übrigens mal bei einem Ministranten gefunden in seinem Rucksack, wo ich eigentlich Drogen vermutet habe. Im Tal der Brüste, hör mal, wer da nagelt, und Schneewittchen und die sieben Zwerge, Schwanz der Vampire, das wäre das war so ein gewisser Roman Polanski, hieß der Grab, und das ist ja ein Pädophiler. Pädophilie geht gar nicht. Auch wir von der katholischen Kirche halten das immer unter Verschluss, na, dass es nicht die Öffentlichkeit erfährt. Darum haben die Ministranten auch seine Scheitel, weißt, sag's nichts zu Hause. So, es wird geschluckt, was in den Mund kommt. Liebling, ich habe die Kinder gefickt. Alfred Hitchcock, die Vögel. Nackt, zerhackt und angekackt. Und täglich schmerzt der Rüssel mir. Und zum guter Letzt spiel mir am Glied mit Kot. So, das ist natürlich alles sehr unchristlich. Auch wir von der katholischen Kirche drehen sehr gerne mal einen Film. Ich habe jetzt euch einmal Sieg gebracht, dass die Nonne von Clinzy. Solche Sachen sind völlig in Ordnung, ne? So, heute in der Sendung habe ich einen Gast. Eine verlorene Seele, wie ich finde, die ich gerne erretten würde. Und zwar ist das ein Investmentbanker. Er hört auf den wohlklingenden Namen Kusti. Und ich würde jetzt den Herrn Kusti mal gerne zu mir bitten. Hallo, mein Sohn. Guten Tag, Herr Pfarrer. Guten Tag, liebe Zuschauer. Was führt dich eigentlich hierhin? Ich hoffe, du verlangst von mir die Erläuterung und Buße. Natürlich nicht. Sie haben mich hier eingeladen, weil ich anscheinend eine verlorene Seele bin. Und da ich und viele andere meiner Genossen von der Bank viele Menschen ins Elend gestürzt haben, glauben Sie jetzt, wir sollten Reue zeigen und Buße tun. Ja klar, weil ins Elend stürzen und die Leute um ihr Geld betrügen, in der heutigen Zeit geht das nicht mehr. Man hat es ja gesehen bei uns bei der katholischen Kirche mit den Kreuzrittern, der Schuss ging nach hinten los. Wissen Sie, ich sage Ihnen mal eins.
Mein einziger Gott ist das Geld. Und Geld regiert diese Welt und nicht ihr Gott. Also, warum stecken Sie sich Ihre Predigten nicht sonst wohin und lassen mich und meine Genossen weiter Millionen von Menschen leiden? Sohn, auch Gott sprach, hör mir jetzt gut zu, es werde Licht, doch ich fand den Schalter nicht. Auch Jesus hatte einen Pesus, aber den hat er nicht gebraucht. Da gab er ungebraucht zurück, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr Kusti, wir haben vorher besprochen, dass ordinäre Klingeltöne und das Natel auszuschalten ist in einer Fernsehsendung. Wir ignorieren jetzt dieses primitivste Gerufe. So, also ich sehe, wir kommen da nicht so schnell weiter. Wir brauchen da eine Drehpause. Und ich würde sagen, wir müssen da noch einen Film vorstellen. Und da Sie sowieso leicht vom Satan besessen sind, werden Sie diesen Film auch kennen. Und zwar heißt der Film Sophie. Sophie. So, lieber Schwester Claudia, könnten Sie uns mal da hat schon jemand zu fest an den Wein genuckelt. Hallo, hier wird nicht. Diese Frau ist von Gott abgesandt und sie lebt im stillsten Zölibat. Ich erlaube mir hier. Oh, vielen Dank. So, was haben Sie, also Herr Kusti, können Sie uns was über diesen Film erzählen? Ich als Pfarrer kann solche Sachen nicht. Stößchen! Gott zum Wohle! Zum Wohl? So, können Sie uns was über diesen Film erzählen? Allerdings kann ich Ihnen was über den Film erzählen. Und zwar habe ich mir den angeguckt. Natürlich habe ich dafür nicht bezahlt. Und ich muss sagen, dieser Film, das ist ein Kurzfilm aus Österreich. Der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Dankeschön. Da tropft's. Kennt ihr das, liebe Christen? Lusttröpfchen. Auch zuerst stoßen. Immer zuerst stoßen, dann schlucken. Kapische? Komm her. Sophie! Das ist ein Kurzfilm aus Österreich von einem talentierten jungen Mann. Der wäre ein guter Pastor geworden, aber Gottes Namen, die Wege des Herrn sind unergründlich, dann fragt nicht nach, glaubt und wisst nichts. So funktioniert das. Jawohl, da haben wir eine tragische Geschichte von einer Frau, die einen ungläubigen Mann geheiratet hat, die geht in den Wald, im Wald wird hart geknallt. Und da erleidet sie ganz viel. Der Film sei anscheinend visuell sehr gut gestrickt. Ich kann dazu nichts sagen, darum gucken wir am besten einen Ausschnitt. Tschu, viel Spaß. Ihr könnt mich alle mal anschlecken, hier.